Es ist soweit, meine Freunde. Na, geradeaus, vorne geradeaus. Wir sind endlich da. Ich glaube, man kann es unschwer erkennen. Heute ohne viel Palaver. Das Bärenherz-Hospiz in Leipzig-Markkleeberg. Wir mussten eine Weile fahren mit dem Rad, um ehrlich zu sein. Der Justin, der freut sich, wenn es vorbei ist. Ich habe hier was in der Hand. Und das werde ich gleich euch einmal zeigen, veröffentlichen, wenn wir vor Ort sind. Wir gehen gleich aufs Gelände, nehmen ein paar Eindrücke und noch ein paar Bilder auf, bevor wir dann uns daran machen, diesen Scheck zu überreichen. Und ich bin, wie ihr es merkt, schon übel nervös. Und ich weiß nicht warum, eigentlich tun wir ja was Gutes und müssten uns übelst freuen und die ganze Zeit lächeln und so, ne? Aber ich bin so krass angespannt und nervös, weil ich will, dass das alles gut läuft so. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, naja, es ist vielleicht, auch wenn das für uns eine Riesensache ist, ne, und wir bei so einer kleinen Community so viel Geld zusammenbekommen haben, dass ich trotzdem immer denke, naja, das ist ja nicht viel Geld und da können die wahrscheinlich eh nicht viel mit anfangen. Und das Krasse ist, ich habe vor ein paar Tagen mir die Seite nochmal genau angeguckt von Bärenherz Hospiz, könnt ihr ja selber nochmal auf die Seite gehen, da stehen sämtliche Spenden, die schon bekommen haben, also die öffentlichen Spenden zumindest, die das auch wollen. Und da hat ein RB Leipzig-Spieler tatsächlich schon einen Betrag gespendet und das war weniger als das, was wir spenden. Und selbst eine CrossFit-Box in Leipzig, also um das jetzt vereinfacht zu erklären, eine Fitnessbude, die ein bisschen anstrengenderen Sport macht, als es eine normale Fitnessbude macht. Und die haben auch weniger gespendet als wir, also ich glaube, wir können da schon ziemlich stolz drauf sein. Und uns ein bisschen auf die Schulter klopfen und auf die Kacke hauen, dass wir mit 1111 Euro, und ich habe mich nicht lumpen lassen, 11 Cent, einfach weil es ein bisschen besser auf dem Papier aussieht. Und ich habe noch eine kleine Überraschung, aber das seht ihr dann, wenn wir das Ding hier aufrollen. Jetzt gehen wir erstmal rein. Genau getan, 72 Stunden lang? Im Endeffekt muss ich korrigieren, es waren sogar 87 Stunden. Oh, 87 Stunden, was genau? Ja, manchen Leuten wird vielleicht das Format YouTube irgendwie bekannt vorkommen. Und ich bin in Leipzig einer der aufstrebenden YouTuber, würde ich jetzt mal behaupten und erhoffen. Wir kamen auf die Idee, weil es in manchen Plattformen wie auf YouTube dazu kommen kann, dass man Spenden von Leuten bekommt, wenn die gut finden, was man macht. Und irgendwann dachte ich mir, ist vielleicht ganz cool, wenn man das nutzt, um irgendwann was wirklich Gutes zu tun. Und haben uns vorgenommen, einen 72-Stunden-Livestream zu machen, haben ein Spiel gespielt, was jeder kannte und gemeint, wenn ihr was Gutes tun wollt und dieses Mal für den YouTuber was spenden möchtet, dann macht das unter der Prämisse, dass es an das Bärenherz Kinderhospiz in Leipzig geht, weil es was Lokales, was Greifbares ist. Und ich mir gedacht habe, anstatt, auch wenn das genauso eine schöne Idee ist für einen Tierschutzbund, der deutschlandweit tätig ist, oder für irgendwelche anderen Aktionen, was zu spenden, was man aber nicht greifen und sehen kann, ist es vielleicht ganz gut, da mal vor Ort zu sein und sich das Ganze anzuschauen. Und ja, wir wurden nicht enttäuscht und sind stolz, sagen zu können, dass eine Summe zustande gekommen ist für eine sehr kleine Community, was man dazu sagen muss. Das sind nur ein paar hundert Leute, die sich das angeschaut haben und wir haben über 1000 Euro zusammenbekommen. Was toll, vielen, vielen Dank. Wie war denn das Feedback? Gab es Rückmeldungen von den Usern? Naja, am Anfang gab es sehr viele Rückfragen, warum man das natürlich macht. Und es ist auch das allererste Mal, dass wir überhaupt sowas gestartet haben und wirklich was in Form einer Benefizveranstaltung gemacht haben. Und das Feedback war enorm. Also ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen. Man bekommt als YouTuber, egal was man macht, immer Leute, die sagen, was machst du da, warum müsst ihr alles im Internet ausbreitreten? Und in dem Fall war es ganz anders. Jeder hat gesagt, unterstützt, weil jeder was damit anfangen kann mit dem Thema. Und deswegen würde ich das auch toll finden, das nicht als Bühne zu sehen, wie guck mal, was man zusammensammeln kann, sondern eher guck mal, was man selbst auch machen kann. Und dass ihr vielleicht selbst mal überlegt, egal wo das ist, ob ihr aus Leipzig kommt oder nicht. Danke für dein Engagement. Und damit, Uli, Alex, ich. Bitteschön. Ja, freue mich, das Geld übergeben zu können. Wir müssen das ein bisschen straff ziehen, weil man sieht vielleicht, dass das Papier sehr dünn ist. Und ja, einen großen Applaus.
Sehe ich das richtig? Das sind 1.111 Euro. Das sieht mega großartig aus. Ja, man sieht auch ganz, ganz leicht im Hintergrund alle Namen derer, die gespendet haben. Und da YouTube eine Plattform ist, wo jeder sich irgendeinen Namen aussuchen kann, kommen dann auch mal Sachen bei rum wie Kami, Loki lese ich hier, Neo, Lady Leia. Lady Leia. Also ganz komische Sachen, Naturdrache steht hier noch. Ja. Also das finde ich eine ganz besondere Sache, das finde ich unglaublich innovativ. Hat ja was mit diesem Internet zu tun. Vielen, vielen Dank. Und bevor es gleich mit dem nächsten Programmpunkt weitergeht, bedanke ich mich recht herzlich für die Spenden, für den Uli. Bis gleich.